Moin moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Shadow of War hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und nein, ich drücke nicht Space, Z oder X, sondern wir gehen wieder auf den Controller. Und in diesem Part bin ich wieder mit meinem Gast vom letzten Part dabei, wo es schon absolut eskaliert ist in diesem Häuptlingsmordauftrag, wo wir überfallen wurden und überfallen wurden und überfallen wurden. Legendäre Hauptmänner haben sich aufgetan. Es ist die Magie. Ja. Des Erzgebirges, wie ich es auch gerade sehe, weil die legendären Hauptmänner oder Häuptlinge sehen ja auch lila, wie ich gerade sehe. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Herzlich willkommen, Sub. Hallo zusammen. Das Erzgebirge hier, sehe ich gerade. Der ist lila. Ja, dunkelblau. Echt? Ist das dunkelblau? Ja, ich würde es dunkelblau betiteln. Okay, krass. Für mich sieht es echt krass nach lila aus. Vielleicht bin ich auch einfach farbenblind. Vielleicht. Wer weiß. Möglich ist es. Möglich ist es. Genau, Sub is back im Business und wir haben im letzten Part Nakra, den Albernen, den zweiten von drei Häuptlingen dieser Festung gelegt. Beziehungsweise wir ja nicht mal. Genau, sondern er wurde von seiner eigenen Leibwache gekillt. Wäre natürlich witzig, wenn der jetzt zum Häuptling aufgestiegen wäre, hier der Grumel. Es hätte irgendwie Sinn gemacht, aber dann ist das vielleicht auch so ein endloser Kreislauf, dass man gar nicht vorankommt, weil immer wieder neue gleich nachkommen. Möglich, möglich. Genau, der Grubenhüter hat ihn gelegt. Keine Ahnung warum, aber ja, er hat ihn gelegt. Und in diesem Part, wir sind jetzt Level 25 geworden. Das heißt, wir haben den vierten Slot freigeschaltet. Wir können jetzt mit vier Uruks, mit vier freundlichen Uruks, die Festung angreifen. Und ich habe Zap gesagt, in diesem Part wollen wir den ersten Gefolgsmann schon mal zuweisen. Meinen ersten Guy, den wir reinsetzen. Wir machen quasi Jung, Zap. Mit dem Angriff auf die Festung. Und den ersten Guy, den wir reinsetzen, Sub weiß es auch noch nicht, wen ich mir ausgewählt habe oder auserkoren habe. Aber das ist tatsächlich ein Guy, den wir schon rekrutiert haben. Und zwar möchte ich als ersten Guy in die Belagerungsmission Sugor den Blauen stecken. Das hat einen einfachen Grund. Erstens, er ist der Blaue, ich finde ihn cool. Also ich mag ihn wirklich. Diese Speerkämpfer, finde ich, sind mit die nervigsten Dudes, die es gibt. Er hat eine verfluchte Waffe, das Ding habe ich ihm gegeben, das Perk. Und er ist der Blutsbruder des Oberherrns Grom die Maschine. Und ich erhoffe mir irgendwie dadurch, dass ich Grom trotzdem noch rekrutieren kann und ihn nicht killen muss. Weil die Maschine gibt es, wie gesagt, in jedem Spielstand nur einmal. Und das ist mein eines Mal. Ich hoffe nicht. Also das ist so ein Ding in Hinsicht von, jetzt nicht weil Grom so geil ist, sondern weil er halt einen seltenen Namen hat, einen einzigartigen. Auch, ja, aber ich finde so, ihn auch... So ein Collectible-Ding quasi. Ja, aber ich finde ihn vom Look her auch geil. Also ich finde ihn tatsächlich schon cool. Das sieht schon mighty aus. Er ist ein Cyborg und er ist unfassbar stark. Ja. Also, ja, ich finde ihn... Ich mag den. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, den zu bekommen, obwohl er ja so ein Storyline-Hauptmann war, den ich gekillt habe, hier, da am Bein fehlt auch was, den habe ich komplett auseinandergepflückt, den Typen eigentlich. Weiß ich mag den irgendwie vom Design her. Er ist ein Cyborg, aber es ist auch viel das quasi der Name, sein Design. Und weil ich weiß, dass es die Maschine nur einmal gibt. Genau, Sugor den Blauen. Jetzt aber, Sub, jetzt kommen wir zu dir. Du hast gesagt, dass du hier einige Leute schon ziemlich nice findest. Wen soll ich denn als deinen ersten Guy versuchen, für unseren Krieg, für unsere Seite zu gewinnen? Ja, also wie gesagt, ich habe da mehrere in meinem Repertoire oder in meiner Auswahl, die ich da ganz nice finde. Und so 100%ig habe ich mich da auch tatsächlich nur noch gar nicht entschieden. Ich habe aber so gedacht, ich bin einer der, wenn ne, neuer Teil mit Neuerungen und so, dann nehme ich die mal gern mit bei mir ins Let's Play, mein Team, whatever, worum es auch immer gerade geht, dann mit hinein. Ja. Und da hattest du mir erzählt, dass die Karagors neu sind. Und da dachte ich mir, so ein Karagor-Guy wäre ja schon ganz nice, den dabei zu haben. Ja. Da hatten wir ja den einen Links da mit, der da schon mit in meiner Auswahl war, Budenköpfer. Ja. Ja. Aber in der letzten Folge kam ja noch dieser mega legendäre neue Guy dazu, der auch einen Karagor hat, mit dem wir eine gewisse Story haben.
der auch ja legendär hat, einige Perks hat. Ja. Und du hast auch gesagt, dass du ihn schon ziemlich geil findest. Und ich Ja. glaube, das wäre definitiv eine Bereicherung für unser Team. Das heißt, Tuka, die Die Flamme des Flamme des Krieges. Krieges. Da können Da wir uns mal dran versuchen. soll ich hingehen. Ja. Okay. Sub, mir gefällt deine Auswahl. Mir gefällt deine Auswahl. Theoretisch, bis auf die Olocs, die dicken hier, theoretisch können wir aber auch jedem anderen einen Karagor geben. Also ich kann jetzt zum Beispiel auf Sugar, den Sogar. Blauen, gehen und könnte dem jetzt einen Karagor als Reittier geben. Theoretisch. Aber Aber da. so sparen wir uns das Geld. Genau, so sparen wir uns das Geld. Und I like your idea. Tuka, Dann habe ich Flamme noch ein des bisschen Krieges. Zeit, mir zu dem anderen, zu dem zweiten Paar Gedanken zu machen. Ja, das muss ich nämlich auch noch, weil ich absolut noch gar keinen Schimmer habe. Ja. Genau. Die Flamme des Krieges finde ich nice, Sub. Finde ich nice. Ich guck mal, er ist feuerfest und beschusssicher. Das heißt, Fernkampfangriffe und Feuerschaden ist schon mal bei ihm nichtig. Er hat ja auch unfassbar starke Gesundheit. Aber wir haben ihn down bekommen im letzten Fight. Es ist natürlich immer eine Ja. Frage. Im letzten Fight waren ganz wenig Adds bei ihm mit dabei. Wenn wir ihn jetzt in seinem Gebiet angreifen, wie sieht es da mit den Adds aus? Das ist die Frage. Er sieht schon cool aus mit seiner verbrannten Haut. Ja, Und da etwas. er hat ja auch unsere Hand auf dem Gesicht, weil wir ihn ja jetzt schon einmal gedemütigt haben. Ja. Theoretisch übrigens, wenn man die demütigt, können sie auch einen neuen Spitznamen kriegen, zum Beispiel der Gedemütigte oder so. Zum Glück hat er das nicht bekommen, weil ich finde, sein Spitzname passt ganz gut. Definitiv. Wie er sich daraus Dann. introduced hat und so. Nicht die Flamme der Weisheit, nicht die Flamme der, was er alles aufgezählt hat, Genau. sondern die Flamme des Krieges. Genau. Was wir jetzt machen können, da wir ein Level abbekommen haben, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt bekommen. Und genau, das sind hier unsere Fähigkeiten, Sub, das ist der Baum. Jede Hauptfähigkeit, also diese größeren Punkte, haben noch so Unterpunkte, davon können wir aber immer nur eine Fähigkeit haben. Also es gibt drei Möglichkeiten und eine Unterpunktfähigkeit kann man haben. Hier zum Beispiel habe ich die Fähigkeit genommen, der Geist kann feindliche Angriffe mit Y kontern, während ich eine Bodenhinrichtung mache. Finde ich als Unterfähigkeit ganz nice. Jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt und hier haben wir noch ein paar freie Felder. Hier haben wir Theorisieren verleiht deiner Macht und deiner Trefferserie einen Bonus. Also Theorisierungsangriffe sind diese brutalen Hinrichtungen. Purer Hast, Theorisieren schlägt mehr Feinde in die Flucht. Ja, okay, das sind die beiden Möglichkeiten. Eiserne, ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Wir haben hier Gifttränken, okay. Explosives Gift. Fußsoldaten, die aus vergifteten Grogfässern trinken, explodieren und vergiften andere Gegner in der Nähe. Auch interessant. Das heißt, wenn die vergiftet sind aus den Grogfässern, explodieren die einfach. What the hell? Infektion. Feinde, die aus vergifteten Grogfässern trinken, drehen durch und greifen Feinde in der Nähe an, so, wodurch sie das Gift verbreiten. Okay. Vielleicht war Annäherungsauslöser. das auch irgendwie so ein bisschen das, warum der im letzten Part dann geturnt ist, weil da stand ja irgendwas mit entzürnt oder was das war durch Gift. Kann sein, kann sein. Vielleicht war das auch schon irgendwie, dass da ein paar von denen einfach so in der Welt unterwegs sind und der dann quasi durch das Gift durchgedreht ist, seinen ja, Chef da ermordet hat und dann abgehauen ist. Es ist absolut im Bereich des Möglichen. Oder wir haben den Annäherungsziele auf Morgai fliegen, Käfige oder Köder und drücke. Oh Gott, wenn sich Feinde nähern. Ja gut, aber das könnte in. Also es gibt sehr viele Gegner meistens immer, wenn man so angreift, auch in so einer Festung. Sehr unübersichtlich finde ich da jetzt Ist auf auch die den Frage, ob Überblick. der dann einen selbst angreift. Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber diese Infektion finde ich eigentlich ganz cool. Aber wann vergifte ich mal Grogfässer? Vielleicht muss ich das mal öfter machen. Oder explosives Gift. Das ist natürlich auch nice. Aus vergifteten Grogfässern trinken Das mit dem und. Vergiften, das ist dann auch, man muss dann erstmal warten, bis da überhaupt welche hingehen und so, ne? Ja, aber wenn man Grogfässer vergiftet, gehen die tatsächlich dahin. Also dann Okay, das ist laufen da dann Leute quasi hin. so programmiert, dass das dann Ja. auch gleich genutzt wird. Genau. Was haben wir denn hier vorne noch? Hier haben wir noch, mein Geist kann ein Ziel aufzehren. Das heißt, ich muss den nicht aufzehren. Das kann der Geist machen. Oder mein Geist theorisiert ein Ziel. Da finde ich, glaube ich, die Geistaufzehrung nicer. Hier haben wir noch einen Gegner zu sagen, enorm herab und lässt ihn verrückt werden. Dass das Ziel tatsächlich stärker wird.
oder so zu einem und so zu einem gefährlichen Irren wird, okay? Den kann ich aber noch nicht machen, den schließe ich durch Story-Aufträgen frei, wenn ich Bruce-Aufträge fertig gemacht habe. Todesdrohungen wird ein Bonusziel hinzugefügt. Wenn du dieses erfüllst, erhältst du zusätzliche Belohnungen. Genau, Todesdrohungen kann man auch aussprechen. Was haben wir hier oben noch? Fähigkeiten, die Macht kosten, verbrauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Oh, das ist nice. Oder um mehrere Hindernisse zusätzlich. Ja, das kennen wir schon, diese Hinrichtung. Das finde ich ganz nice, dass nicht mehr der gesamte Machtbalken verbraucht wird. Ich glaube, das hole ich mir mal. Unablässige Macht. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Genau. Jetzt haben wir hier noch Inventar. Was haben wir für einen Dolch bekommen? Ja, der ist noch ein bisschen stärker. Den kann ich aber auch boosten. Also den kann ich aufsteigen lassen von der Stufe. Stellt nach einer Schleichtötung zwei Elbengeschosse her. Momentan haben wir um 22% erhöhter Schleichschaden bei voller Gesundheit. Das mit den Elbengeschossen ist schon nice. Aber erhöhter Schleichschaden ist auch nice. Ich behalte den durch mal. Mal gucken, vielleicht fangen wir damit nochmal irgendwann später was an. So, wir wollen aber zur Flamme des Krieges. Und Zapp seinen ersten Dude holen. Der ist in diesem Gebiet. Und da können wir sogar relativ schnell hinreisen, weil wir da einen Schnellreisepunkt haben. Muss man nur mal schauen, dass es uns dann nicht so ergeht wie bei Celine damals. Bei Celine oder bei meiner Made hier in diesem Gebiet. Oder so, ja. Oh, da ist noch ein Hauptmann. Ah, guck mal, da ist auch der Verkrüppler. Der hat meinen einen Dude ja in der Kampfesgrube gekillt. Ich hoffe, der kommt dann nicht, wenn wir gleich Tuka. wenn wir Tuka quasi engagen. Ha, panische Angst vor Brutalitäten. Krieg ich es irgendwie hin, eine krasse Brutalität in seiner Nähe da zu starten? Ist dieser Schattenangriff. Ich versuche mal jetzt eine Schattenangriffstötung zu machen, ob das brutal ist. Ich habe den geköpft. Ist das nicht brutal? Wenn nicht das, was dann? Was hast du mir angetan? Was für niederträchtige Elbenmagie war das? Ich bin nicht mehr ich selbst seit deinem Fluch. Ich werde mich bitter rächen für diese Schmach. Ja, hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh no, hier ist auch ein Karagor. Übrigens, das mit den Karagors, also die sind nicht neu im Game, die Karagors. Die gab es auch schon in Shadow of Mordor. Aber dass die Hauptmänner die reiten können, das ist neu. Genau. Genau. So. So, er war, glaube ich, gegen Fernkampfangriffe Immun und gegen immun, ja. Feuerschaden. Und Feuer, ja. Oh, und er hat ganz viele Speerkämpfer hier in der Nähe, die ich jetzt mal umlegen muss, weil die. Oh, schöner Hit, Junge. Das war richtig glorreich daneben. Das war aber ein Headshot, oder? Aua, 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 aua. Fesseln dich ein. Ja, und er hat mich gerade getroffen. Oh, warte mal, ich muss mal hier ein bisschen fliehen, weil das ist gerade echt ein bisschen viel. Vor allem ist er halt auch echt Heavy Metal mit seinem blöden Feuerspeer. Ja, wie gesagt, er ist auch legendär und er hat diese Feuerbomben und noch irgendein Feuerminen. Er hat gefühlt alles Feuermäßige, was man haben kann. Ja, das Blöde sind halt auch immer wirklich diese massiven. Aua, da war so Oh, eine wieder eine. Feuerbombe. So, mit A und B kann ich einen normalen Uruk aufzehren und Gesundheit wiederherstellen. Oder ich drücke einfach nur B. Das dauert dann ein bisschen. Danke für die Gesundheit. Und der kämpft jetzt auch für uns. Oder ist er allein? Alter, wie viele Leute da oben sind. Holy shit. Und wie Alte viele. Boyband da oben. Ja. Jetzt müssen wir mal hier ein paar Leute killen von ihm. Das machen wir am besten mit. Ah, den Hinrichtungsangriff wollte ich gar nicht auf ihn machen. Na gut, aber so damagen wir ihn. Das ist schon mal gut. Das Problem sind wirklich diese Speerkämpfer. Die finde ich unfassbar lästig in diesem Game. Und dass wir natürlich jetzt auch auf Fernkampf gehen und erstmal auf die Adds gehen, ist natürlich für ihn gut, weil er. Ja, dann auch die Distanz hat. Oh, aber jetzt sieht es gerade ganz gut für uns aus. Ja, sind zumindest all seine Leute down, aber da kommt wieder die Feuerbombe. Konnte ich gerade ausweichen. Ein Dude lebt noch von ihm, aber den kann ich mal eben. Hat er auch die Bombe abbekommen. Ja.
Und jetzt gehen wir mal auf ihn drauf. Ich muss natürlich nur aufpassen, dass ich den Dude nicht kille. Das wäre bitter. Aber gerade sieht's gut aus. Hier sind keine Ads. Wenn wir den jetzt low kriegen, in diesen grünen Bereich. Jetzt. Jetzt haben wir ihn gebrochen. Und jetzt drücken wir B. Und jetzt drücke ich rekrutieren. Mein Leben für dich, heller Herrscher. So, jetzt kann ich ihm noch ein paar Befehle geben. Ich könnte jetzt sagen, du kämpfst, bleibst hier, kämpfst für mich weiter. Ich könnte dich verstoßen, wäre dumm. Ja. Oder ich könnte sagen, was ich meistens mache, ich drücke jetzt erstmal X, damit er quasi von der Map verschwindet. Jawohl. Genau. Genau, jetzt ist er quasi safe. Niemand versteht dich wie ich. Ja. Und jetzt haben wir ihn auch geholt. Hat er gut funktioniert. Hat sehr gut funktioniert. Er ist Level 24, das machen wir aber, glaube ich, vor dem Angriff. Der Karagor übrigens jetzt auch, also seine Ausrüstung. Blau geworden. Ja, genau. Ausrüstung blau, das ist auch neu, dass alles blau wird. Er hat keine Schwäche dazu bekommen, was gut ist, und hat alle seine Eigenschaften noch behalten. Also ich weiß noch, im ersten Spiel bei meinem, der hat dann irgendwie so einen Waffen-Perk verloren. Ja, der hat irgendwie eine vergiftete oder Feuerwaffe oder irgendwas, das hat er dann verloren gehabt. Diese Brutalität. Ich glaube, der hatte diese, dass diese Waffen tiefe Wunden machen. Ich glaube, das hatte der verloren. Aber ja, stimmt, korrekt. Genau. Ja, nee, den mache ich mal weg. Das wäre quasi unser zweiter Guy, oder? Definitiv. Tuka, die Flamme ist kriegst. Jetzt haben wir schon zwei Speerwerfer hier. Ja, wird mal aber Zeit für was anderes. Ja, das ist okay. Das machen wir dann auch, wenn wir angreifen. Und ich muss den ja auch noch ein bisschen hochleveln, ne? Also ich glaube, bei dem müssen wir nicht groß was kaufen. Den geben wir noch ein Level und dann hat er auch genug. Aber sogar den blauen, da können wir noch mal gucken, dass wir dem halt auch noch mal die Level geben. Dass die halt alle auf Level 25 sind. So, zweiter Guy. Der nächste zweite Guy. Jetzt bin ich ja eigentlich wieder dran, ne? Genau. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja extra Asla rekrutiert, weil ich gerne auch ein Olok mit im Angriff haben will, weil diese Oloks eine unfassbare Macht haben. Das ist quasi deren Klassenbonus, Stärke der Oloks. Die Angriffe sind, wenn die angegriffen werden, dann haben die mächtige Konter und eine mächtige Stärke. Und diese Oloks sind halt wirklich stark. Ich finde ihn halt auch richtig gut wegen seinen Immunitäten. Der Grogbrauer macht auch einiges her, hat auch coole Immunitäten. Ich würde gerne einen Olok noch mit reinnehmen. In Asla habe ich jetzt natürlich schon ein paar Sachen investiert, also ein bisschen Geld habe ich in den tatsächlich schon investiert, um den ein bisschen aufzuleveln. Aber der Grogbrauer ist auch nice, also du hast ja auch gesagt, ich weiß ja auch gar nicht, wer dein zweiter Guy wird. Ich weiß es auch noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht, okay. ja, jetzt ist die Frage. Ach übrigens, man kann auch die Leute als Leibwächter zuweisen. Mook, der Rote, ist gerade mein Leibwächter. Wenn ich jetzt mal eben in die Overworld gehe, dann kann ich den einfach rufen. Dann kommt der. Bin bereit. Und fightet quasi für mich. Wenn ich jetzt angegriffen werden würde, wäre er dabei und würde für mich fighten. Muss ich öfter mal einsetzen, weil wenn ich gegen so viele kämpfe, macht das schon Sinn, einen Hauptmann als Kollegen zu haben. Ich kann den auch wieder zurückrufen, also es ergeht. Ich verschwinde mal bitte. Und jetzt haut er auch ab und ist von der Overworld weg. Mein zweiter Guy. Also ich tendiere zu einem Olok, weil ich die Olok sehr mag. Ja, haben wir auch bisher noch nicht. Genau, und ich hatte im letzten Fight, in meiner letzten, hatte ich ja auch Bruce als Olok und ich finde, es muss ein Olok rein. Es ist natürlich, wir haben hier gerade den Grogbrauer und das Schwarze. Ich finde beide ziemlich cool eigentlich. Ha, es ist nicht so einfach. Wie gesagt, der Linke, der hat halt den Vorteil mit seinen coolen, ja, am Befehl Motivator heute. Immunität. Sonntag. Ich kann Immunität, ich kann sonntags um die reden, das war bei Life is Strange so auch schon immer so. Ja, und du hast schon ein bisschen was reingesteckt. Ja. Aber der andere, der hat halt Krog, ne? Der braut Krog. Das ist auch ein valider Punkt so. Es ist wirklich ein valider Punkt. Ich meine, es muss ja nicht aufhören. Wer weiß, wir wird dein zweiter Geier auch ein Olok. Und du denkst dir, ja moin. Junge, ich nehme den Grogbrauer oder noch einen anderen. Wir können uns ja auch töten lassen von einem Olok in der Welt und gucken, was der wird.
Also würden wir jetzt nicht. Wenn Grom jetzt nicht Oberherr wäre, wäre das für mich der No-Brainer. Ich würde sofort Grom nehmen, die Maschine. Ich tendiere gerade tatsächlich zwischen zwei Leuten. Und das ist zum einen. Der Amputierer ist natürlich auch. Oh, es gibt so viele nice Leute. Warum haben wir so viele Möglichkeiten? Nein, ich tendiere zwischen zwei Leuten. Und zwar ist es Aslar Schwarzherz und den Grumhüter. Ich finde den ziemlich cool eigentlich. Der ist auch sehr unique, meiner Meinung nach. Der hat einen Wiedererkennungswert. Den sind wir schon mal begegnet. Der hat seine Stärke unter Beweis gestellt, indem er seinen eigenen Häuptling gekillt hat. Und ich mag sein Design irgendwie. Ich weiß nicht, das hat was. Das ist Ja. einzigartig. Sieht auch ein bisschen aus, als wäre der so ein bisschen verätzt am Körper. Ich weiß nicht, ob Auch das. seine Giftspielereien quasi. Ist das Gift oder Ätze? Ich weiß nicht, was es ist. Ja, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Okay, Sub. Ich habe mich entschieden. Und zwar wird mein zweiter Guy, den wir in den Angriff auf die Festung von Serit Ungol in die Hochburg stecken werden. Aslar, das Schwarzherz. Der Olok wird unser Guy. Ich möchte ihn tatsächlich drin haben. Das Schwarzherz ist mein zweiter Guy. Sehr schön. Ich glaube, diese hohe Macht und seine Immunitäten können uns sehr, sehr helfen, wenn wir die Festung angreifen. Und es ist ja auch möglich, dass noch weitere Häuptlinge dazukommen. Und ich glaube, er kann uns da wirklich gut helfen in den Fights mit seinen Immunitäten. Er ist fast gegen alles immun. Ja, Was? definitiv sehr nützlich. Ja, der hat keinen Status, ne? Er hat den Hinrichtungskonter, ja. Aber nee, seine Waffe ist nicht Feuer, Gift, Fluch oder so oder Frost. Nee. Aber gut, okay. Aslar, Sub, jetzt ist die Frage. Aslar hat ja auch einen Blutsbruder, der ist mit Boot den Köpfer. Also mit Ass Ja. sollten wir uns nicht verscherzen mit Boot. Dein zweiter Guy, Sub. Jetzt ist die Frage, ist dein zweiter Guy hier schon auf der Welt oder müssen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen töten lassen von ein paar Leuten? Nö, wir könnten ruhig hier von denen einen nehmen. Das grenzt zumindest die Auswahl so ein bisschen ein. Das macht es auch einfacher, weil ich mich auch Okay. schwer immer mal entscheiden kann. Ja, fühle Ich habe mich ich. auch noch nicht so ganz entschieden, muss ich es immer noch sagen. Deswegen können Möchtest wir uns vielleicht noch du? mal zwei, drei Leute Ja, angucken, gerne. aber. Und zwar, ich habe jetzt auch so ein bisschen drauf, oder bin darauf aus, bei dem zweiten Guy so ein bisschen auf die Looks und so zu gehen. Ne? Nachdem wir bei meinem ersten Guy schon so einen ziemlich starken haben, der einiges mitbringt, bei dem wir auch so ein bisschen Geschichte haben und so, wollte ich da noch ein bisschen mehr auf die Looks gehen, auf so ein paar, ja, Einzelheiten und die einen vielleicht besonders machen. Und einer von denen, die ich mir da ins Auge gefasst habe, war auch tatsächlich der, zwischen dem du gerade geschwankt hast. Den Also, Gift-Guy die mit seinem, Grumhüter. ja, mit seinem geilen Ding hier auf dem Rücken. Ja, es sieht ein bisschen aus wie. Oder sind das Ghule? Weil Ghule gibt es ja auch in-game. Ich weiß Ja. es nicht. Irgendwas züchtet er da. Okay, ja, Ja. der Gift-Guy, Also Scott. das Potenzial einer, Scott. Ja, auch Dann ein der an, starker Dude. ja. Dann der andere, der hier natürlich auch so ein bisschen heraussticht und so vom Aussehen und so, ist natürlich hier unser Mr. Herr Flammenkopf. Ich schmoss Der Hitzkopf. der Da Hitzkopf. können wir noch mal kurz drüber gucken, was er hier jetzt alles so hat, ob der uns was bringt oder ob der vielleicht nicht so geil ist von seinen Ja, Stats her. also er hat keine tödliche Schwäche, er hat nur benommene Schwächen. Also wenn er einen Hinrichtungsangriff hat, ist er benommen und durch Schleichangriffe wird er benommen. Er kriegt Schaden durch Feuer, okay, kann verwundet werden durch Feuer, logisch. Fernkampfangriffe und Hinrichtung. Ist immun gegen Angriffe durch Bestien wie Karagor und Graugs. Ist natürlich Kommen die nice. denn oft vor? In der Festung laufen die schon mal rum, ja, doch. In den Käfigen vor allem. Also kommt vor. Er ist erzürnt durch Rumgehüpfe und Morgei-Fliegen. Also das heißt, wir können auch darauf achten, mal so ein Nest runterfallen zu lassen. Absichtlich so ein Ja. Morgei-Nest runterfallen zu lassen, dass er geboostet wird und in diesen Wutmodus kommt. Er ist selber Bestienmeister, das heißt, sie greifen ihn nicht mal an. Hat dieses Bestiengebrüll. Den könnten wir dann theoretisch auch in den Karagor noch geben. Es würde sich bei ihm auch anbieten.
Ja. Er ist auch noch Kaguya-Zema, genau. Hat einen Maschinenhaken, zieht quasi, also so ein Haken, der sich so widerhaken, der Gegner dann ranzieht an sich und wirklich schweren Damage macht. Und er ist hat einen wilden Konter, das heißt, er kontert jeglichen Frontalangriff. Was jetzt noch sehr interessant ist, sind die Bonis. Er hat natürlich eine flammende Waffe, wie wir sehen. Wenn er kämpft, also wenn wir ihn jetzt wahrscheinlich auch engagen würden, würde er einen Rudel Karagors anführen. Er hat auch noch Feuerbomben, die er wirft. Und er ist extrem tödlich gegen sämtliche Bestien von Mordor. Der kann was. Er kann definitiv was. Ist auch Level 30, der andere ist ja auch Level 31, also die müssen wir erstmal demütigen. Ich fand aber auch bei, also nochmal ganz kurz off-topic, bei ihm war ja auch interessant, dass mit dieser Gilde, diese Grubenhüter-Gilde, Ja. was er erzählt hatte. Genau, ja, der Hitzkopf, okay. Die Gruben, der Grubenhüter und der Hitzkopf. Und ja, der andere, der noch ein bisschen was so eigenes hat vom Aussehen, ist hier unser Amputierer. Der Ich hatte es ja Amputierer, auch gesagt, Marco. den fand ich so cool mit seinem Greifhakengestell, was auch immer das da ist. Ja. Und ich bin der Meinung, sein Bein, leider kann man hier nicht rauszoomen, aber ich glaube, sein eines Bein ist das auch? Nee. Also wenn dann das linke, aber ich glaube, das ist Ja. auch normal. Ich glaube auch. Ja, der Amputierer. Nice, auf jeden Fall. Ja, cool. Finde ich gut. Also sieht man auch seine Hände im Beutel und so. Er hat auch, also er ist anfällig für Fernkampfangriffe. Okay, aber wie gesagt, meine Güte. Dann ist das halt so. Er leidet Schaden durch Hinrichtungen und Schleichangriffe und ist anfällig für Bestienangriffe. Ist aber immun gegen Feuerschaden, gegen Fluchangriffe. Ist erzürnt durch Spinnen. Und er ist ein Zerstörer, also seine Klasse ist Zerstörer. Das heißt, er weiß, wie man mit Sprengstoff umgeht. Hat ein letztes Inferno, wenn er stirbt, dann explodiert alles um ihn herum. Er hat auch diesen Maschinenhaken und er ist ein Frontkämpfer. Das hat er auch tatsächlich schon ein paar Mal im Let's Play bewiesen. Also wir haben schon ein paar Aufträge mit ihm gemacht. Und er ist wirklich ein Frontkämpfer. Hat die flammende Waffe und Feuerbomben und Feuerminen. Also auch ein Feuerdude. Aber das könnten wir auch umändern, theoretisch. Genau, Marku, der Amputierer. Okay. Das sind quasi deine drei Guys. Das sind die drei Geister, ja. Es Jetzt ist die Frage. fällt mir schwer, die Wahl, muss ich sagen. Ja, das ist ja okay. Andererseits könnte Ja. man sagen, ich habe ja quasi schon so in meinem Team, in Anführungszeichen, so ein Feuerguy mit der Flamme des Krieges, der alles so, was in die Richtung Feuer geht, quasi abdeckt. Ja. Wobei, besonders der Hitzkopf, der ist ja schon ziemlich cool, aber auch der Scott drüben und so. Grubenhüter, der ist auch sehr Ich nice mach mal und. nebenbei, während du weiter erzählst, kann ich ja mal nebenbei weiter. Ich kann hier ja schon mal Level 25 machen, Genau, unsere Dudes. machst du das schon mal in der Zwischenzeit. Genau. Und da. Ich finde beide wirklich cool. Also, wenn ich vielleicht den Amputierer vielleicht am Yoga. ehesten rauslasse und auf die anderen beiden mich schon mal begrenze, Ja, ist okay, ja. dann. Ich glaube, ich würde mit ihm gehen. Mit dem Mit dem Grubenhüter. Grubenhüter, Ja. Scoot dem Grubenhüter. Wie gesagt, Feuer habe ich quasi mit dem anderen Guy schon abgedeckt, auch wenn der hier besonders die Kopfbedeckung sehr geil ist. Und Ja, finde ich auch. auch zwei Waffen so ist mal was anderes. Was Ja, willst du zwei jetzt? Äxte. Wir haben die Speerwerfer, der hätte zwei Äxte. Deiner hat eine große Waffe. Ja, diese Genauso wie Keule. Scott auch, glaube ich, eine Waffe hatte, ein Schwert. Ja. Genau, aber ja, wie gesagt, es ist. Ein Gift-Guy, kein Feuer-Guy. Er sieht special-mäßig aus mit seiner Latzhose und seinem Gefäß auf dem Rücken. Und er hat uns ja quasi schon einen kleinen Dienst erwiesen, indem er den einen Hauptmann getötet hat. Ich wollte es gerade Vielleicht sagen, ist er ist ja da. drauf aus, sich uns anzuschließen. Ich wollte es gerade sagen, und wir haben auch schon eine Geschichte mit ihm, und das ist das Schöne Ja. an Shadow of War. Das gab es auch in Shadow of Mordor mit den Geschichten, absolut. Aber das ist ja nochmal jetzt hier in Shadow of War deutlich, deutlich größer geworden. Finde ich nice, finde ich nice. Deswegen, ich glaube, ich gehe mit ihm. Du glaubst oder du Ja, sagst? ich mach's. Okay, dann Scoot der Grubenhüter. Finde ich absolut eine sehr nice Entscheidung. Beide eine sehr nice Entscheidung. Azlar. Ich will nochmal eben Azlaar und die Flamme des Krieges auf Level 25 bringen. Im Notfall hätte ich eine Münze geworfen, aber ich habe gerade keine Münze da, von daher muss ich mich entscheiden. Ich hätte eine werfen können für dich.
Was ich dir natürlich noch sagen könnte, wenn du jetzt den Hitzkopf genommen hättest. Ach nee, okay, der hat das mit den Jägern. Ah, okay, ich hatte gedacht, der hat diese andere epische Eigenschaft, dass er alle Verbündeten mit Feuerschaden halt auch noch stärkt. Tuka. Nee, okay. Ja, das passt Tuka. Doch sehr gut. Tuka, ja, sag das noch dreimal, Tuka. Huch. So. Die Flamme des Krieges. Dann würde ich sagen, Skot, wir werden in dein Gebiet kommen. Und den Guten müssen wir ja auch erstmal demütigen. Genau. Weil der ist krass vom Level. Aber das machen wir jetzt nochmal. Ich würde sagen, in diesem Part machen wir es nochmal, dass wir es zumindest versuchen, ihn zu rekrutieren. Ich kann ja nie eine Garantie geben. Ich glaube, noch ein bisschen Spielfortschritt haben in dem Part und nicht nur über die Leute reden. Ja, aber ich finde, das ist ja in dem Game auch ganz cool. So diese Storyline ist ein bisschen wie Universe-Modus. Gefühlt. So eine kleine Art Universe-Modus. Nur in einem komplett anderen Umfeld. So, ja, nerv mich mal nicht. Gib mir mal dein Juwel, Dude. Wer weiß, vielleicht kommt da jetzt eine neue Flamme des Krieges raus, weil die verbrennen alle. So, wo ist er denn? Irgendwo hier in diesem Gebiet, in dem grünen Gebiet. Oh, da unten ist er ganz. Okay, warte. Können wir ihn schon markieren? Ja. Scott. Besonders anfällig für Fernkampfangriffe. Das ist gut. Fürchtet sich vor Festnageln. Okay. Dann ist er benommen. Und erleidet Schaden durch Feuer, Hinrichtung und Schleichangriffe. Ist natürlich gefest. Okay. Wie immer, Sub, ich gebe alles. Er hat zum Glück keine tödliche Schwäche, wovon er instant sterben kann. Aber verzeih es. Im Notfall hätte ich zumindest schnell einen Ersatzplan. Ich wollte gerade planen. Aber man möchte natürlich mit seinen liebsten Plänen gehen. Und da er ja Schaden durch Feuer erleidet, ist das doch perfekt. So. Bam. Hinrichtungsangriff. Hat ihn schon ganz schön mitgenommen. Ja. Gibt gerade keine Cutscene. Doch jetzt. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Jede dieser wundervollen Schöpfungen ist meine. Oder züchtet der... Okay, er greift mich und wirft mich einfach mal weg. Hat eine Sprungblockade. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Oder ist der irgendwie der Züchter, züchten die Uruks in diesen komischen Flaschen? Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Uruk, den er da auf dem Rücken hat. Oh oh, warum ist der jetzt verflucht? Wodurch ist er verflucht? Wer hat den verflucht? Flüche stand da. Aber warum? Wer hat den verflucht? Übrigens fighten hier gerade nebenbei ein paar Ghule. Sind ein paar Ghule zu uns gekommen. Zieht sich zurück! Nein, nein, nein. Wir haben ihn auf grün. Er zieht sich zurück. Aber ich drück B. Und... Obwohl sie jetzt natürlich nicht wegrennen. Ja, jetzt rennst du nicht weg, mein Freund. Ja, wir müssen ja leider beschämen machen. Deswegen beschämen wir ihn mal. Wurde verrückt. What the hell? Das kenne ich auch noch nicht, Sub. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich hoffe... Aber der hat seinen Namen noch behalten, oder? Ja, Scott Krügenhüter stand da. What the hell? Wie, was ist los mit... Er wurde verrückt? Hä? Der sieht jetzt auch anders aus. Also der steht jetzt hier auch anders, finde ich. Ja, als ob der irgendwie so ein bisschen auf Drogen ist. So. Hat sein Schwert nicht mehr in der Hand? Hat aber keine Schwäche dazu bekommen? Ist immer noch giftfest? Achso, habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Gauner. Hier, die Klasse Gauner. Experte für Überraschungsangriffe und unerwartete Taktiken, was Feinde verwirrt. Der Gauner ist schwer einschätzbar. Vielleicht hat er deswegen seinen Häuptling gekillt. Wer weiß. Er hat eine Rauchbombe. Da kann er quasi so ein bisschen so eine Art Teleportation. Hat auch den Maschinenhaken und ist ein Frontkrieger. Den Maschinenhaken hatten wir schon, ne? Ja, zieht ja. Sie damit hin. Genau, vergiftete Waffe, hat Giftminen und Giftbomben. Okay, ja, dann gehen wir mal jetzt... Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Das verrückt kenne ich auch noch nicht. Ich habe ein bisschen... Wie gesagt, er hat zumindest kein Schwert mehr in der Hand. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das gut für uns ist, für unser Vorhaben. Gut oder schlecht, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, oh, oh. So, da hinten ist er irgendwo. Gehen wir mal in die Richtung. So. Ich finde das auch, was ich auch sehr, sehr cool an dem Game finde,
die Uruks, die hier in der Overworld sind, wenn du manchmal rumläufst und deren Dialoge hörst, das passt immer zu den Geschehen im Spiel. Also es könnte zum Beispiel sein, dass der zu uns dann mal irgendwann sagt, wenn wir Scott jetzt quasi rekrutieren, jo, hast du gehört, der Tag, wir sind ja der Tag, so heißen wir bei den Leuten, er hat Scott rekrutiert. Und das finde ich immer nice, das passt sich an quasi die Welt, an den Geschehnissen. Auf jeden Fall schon viele Details und viel Liebe reingesteckt, das kann man sagen. Ja, so, da ist er. Er hockt da rum. Wir haben ihn übrigens diesmal 6 Level degradiert. Also er war ja Level 31 und jetzt ist er Level 25. Ja. Aber ist er zumindest gleich auf unserem Level dann. Genau, also ich glaube, die kommen entweder auf unser Level oder ein Stück niedriger. Wahrscheinlich, je nachdem, wie groß die Differenz ist. Ja, stimmt. Wenn es diese 5 Level ist, dann geht's 5 Level. Aber wenn die 5 Level nicht reichen, um aufs eigene Level zu kommen, dann schiebt es eben aufs eigene Level runter. Stimmt, das würde wirklich Sinn machen, ja. Das kann es wirklich sein. So, ist da wieder? Nee, da ist diesmal keine Feuerstelle. Aber wir greifen den mal aus dem Hinterhalt an. Jetzt hat er sein Schwert wieder. Oh ja, stimmt. So. Okay. Komplett gebrochen irgendwie. Ich glaube, wir haben den komplett seinen Lebenswillen geraubt. Ups. Aber diese Sprungblockade ist nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Jetzt wirft er gleich eine Giftbombe. Da muss ich mal weg. So, machen wir mal so einen Hinrichtungsangriff auf ihn. Der ist aber auch schon für einen normalen Uruk hier. Der eine mit dieser Juwel-Dings ist der fett gepanzert, Alter. Ja. Der hier. Für so einen normalen Dude. Und der Hals war nicht gepanzert. Das stimmt. Den legen wir mal um. So, Hinrichtung. Oh, gebrochen. Komm, komm, komm. Ich habe ja jetzt ein bisschen kribbelt's mir in den Finger, was jetzt passieren würde, wenn man ihn nochmal beschämen würde. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, rekrutieren. Wenn du bringst doch sich noch selbst um. Ja, das wollen wir nicht. Er sagt aber auch einfach gar nichts. Rückzug! Komplett durch. Oh, warte mal, jetzt haben wir den natürlich rekrutiert. Das heißt, seine Leute mögen es nicht. Oh, warum ist denn das jetzt darunter gefallen? Die wollten gerade fliehen. Eine Sache möchte ich gleich mal testen. Ich möchte den mal... Oh, da ist noch einer mit so einem Juwel. Den lege ich nochmal schnell um. Oh, da war so eine Giftbombe. So. Aua. Ah ja, wenn ich vergiftet bin, kann ich nicht sprinten, logischerweise. Ich will nochmal ganz kurz eine Sache testen. Da kommt gerade ein Pfeil auf mich. Und zwar will ich mal eben... Moog. Ja, Moog soll mal nicht mehr mein Leibwächter sein. Möchte mal einmal... Scott als mein Leibwächter nehmen. Okay, da feiert er sich noch ein bisschen. Aber er steht immer... Da möchte ich den gleich einmal einfach in die Overworld rufen. Ich möchte gucken, was passiert. Ja, der Bogenschütze nervt. Vielleicht sollte ich den nicht in der Nähe eines Grauks rufen. Weil wenn der jetzt so ein bisschen gebrochen ist, dann greift er den Grauk noch an. Ist aber Grauk. Überall im Action, ne? Ja, hier ist überall Action. Grauk sind ganz miese Monster. So, ich rufe den mal eben. Oh Gott! Grauk, geh mal weg. Scott, hau mal ab. Scott hat Bock. Nee, Scott, hau ab. Meine Männer. Der redet wirklich nicht mehr in Sätzen. Durchgedreht ist. Ja. Er redet gebrochen, ne? Ja, verrückt, durchgedreht, gebrochen. What the hell? Auf jeden Fall nicht mehr so wie dann der Festung, wo wir am letzten Part waren oder als wir ihn dann das erste Mal konfrontiert haben. Und er redet irgendwas von Jungs und seine Männer. Ja. Also die Jungs. What the hell? Also wir haben ihn wahrscheinlich mit diesem Beschämen wirklich einfach mental gebrochen. Na, das sieht so aus. Aber, Sub. Was gut oder schlecht ist, wird weiß sich zeigen. Es nicht. Ich weiß aber, dass unsere Armee steht. Und im nächsten Part, das sage ich dir schon mal, werden wir uns, wir können uns einen Perk aussuchen. Hier, die haben 3 verschiedene Perks. Und jeweils ein Perk können wir uns für jeden aussuchen, das uns quasi hilft beim Angriff auf die Festung. Das werde ich dir dann im nächsten Part erklären. Okay. Weil wir sind bei 40 Minuten, unsere Armee steht. Sugo der Blaue, Tuka Flamme des Krieges, Aslar Schwarzherz
Und Scott, der Grubenhüter, oder Scott, der Grubenhüter steht, auch wenn er ein bisschen durchgedreht scheint. Wir haben einen Angriffstrupp von Stufe 150 gegen eine Hochburg von Stufe 99. Wir werden uns beraten, Sapo nicht gleich, ob wir noch den nächsten Häuptling umlegen oder ob wir die Festung angreifen mit dem Häuptling. Weil wir können den dritten Häuptling auch noch umlegen und dann die Festung angreifen, also quasi nur den Oberherrn. Oder ob wir den Häuptling am Leben lassen, weil Level 36 ist hart. Aber schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, Sub, im nächsten Part geht's weiter. Sub hat gleich die Schlussworte oder hat jetzt die Schlussworte. Ich verabschiede mich schon mal, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part, haut rein und ciao. Auf meiner Seite natürlich wieder vielen Dank fürs Zusehen und ich, beziehungsweise wir, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Bis dann.